Sie einen riesengroßen Applaus für Florian Schießle. Vielen Dank. Ja, ich muss jetzt auch gerade erstmal kurz diesen Text und das ein bisschen loswerden. Möchte dementsprechend ein kleines, kurzes, spontan eingeschobenes Antwortgedicht vielleicht der anderen Seite vortragen. Es ist relativ kurz, bevor ich dann mit meinem Text anfange. Es ist ein Liebesgedicht. Es trägt den Titel Verlassen. Und ich nehme Liebeslyrikstellung ein. Ist für dich. Ich trug dich bis ans Ende der Welt. Du kamst zurück. Kochend an meinen Ceranfeld. Ich spedierte die Reise nach Afrika. Du buchst einen Rückflug, warst eine Woche später wieder da. Ich habe mich im Urlaub im dichten Gedränge verloren. Es ging alles so schnell. Die Polizei brachte ich wieder ins Hotel. Ich habe die Schlösser gewechselt. Ich habe mich betrogen, dein Hundertwasser gehäckselt, mit der Höhe der Miete gelogen. Ich fuhr dich schlafend in den Rhein. Leider hat das nichts gebracht. Dein Neuer ist uns heimlich gefolgt und hat dich aus dem Rhein gezogen. Ich sei zu lieb, der quält dich besser, hast du in deinem Brief geschrieben, deshalb bist du nicht länger bei mir und dafür bei ihm geblieben. Dich bin ich los, lassen kann ich dich nicht. Ich kann es nicht fassen, du fehlst mir, denn ich werde aus Prinzip einfach nicht gerne verlassen. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das muss man ab und zu mal von zwei Seiten betrachten, sehr schön, und ich möchte gerne meinen Text vortragen, den ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Es gibt zurzeit sehr viele Leute, die wollen uns weiß machen, leider sehr erfolgreich, dass diese Welt schwarz und weiß ist. Das ist ja Quatsch. Und darum geht's in diesem Text. Einfach ist der Mensch, Marx reflexhaft, ungemein bequem. Seine Benchmarks liegen im sogenannten schnellen System. Hier ist rechts, da links, da Mitte. Das kann er verstehen. Alles Gute kommt von oben, besser spät als nie. Du sollst den Tag nicht vor dem Abend loben und jeder ist dem Glück sein Schmied. Logisch soll es sein, das Leben easy, wie das ABC. Einfachste Lösungen, Probleme beheben und daher wählt er AfD. Da sitzt denn nun der Mensch von heute mit iPad im Stuckschloss. Furchtbar weiß und furchtbar smart. 1800 kalt, die Leute, 100 Meter zum Quadrat, Dreizimmer, Küche, Diele, Bad. Sein Leben hält so viel parat. Die Apps, die Bars, Airbnb, Partyspaß, Star Wars, Nintendo, Travel Zoo, Thai Curry bei Deliveroo. Welcome to scripted reality. Vielfalt ist ein Skill. Und auf der Smartwatch schau dir dann, weil das kann, ein Remake von Kill Bill. Wenn der Mensch dann ruht, weil irgendwann ist auch mal gut, dann siehst du, wie am Horizont blaue Aras stark besonnen gen Süden fliegen. Dann riechst du, wie in Frieden der Jama Elf Nah, der große Markt in Marrakesch erwacht. Dann hörst du, wie laut der Affe im Baum lacht in Brasiliens Pantanau. Wie blitzschnell das Faultier sein Junges vom Herabfallen bewahrt. Wie das Volk der Kurumba im Süden Indiens gelernt hat, mit der neuen Autobahn zu leben. Wie im tropischen Regenwald neben 30.000 Pflanzen 300.000 Tierarten in der Minderheit neben Milliarden von Organismen leben. Es bilden sich Prismen vor unserem Auge und ich glaube, wir sind nie auch nur ein Bruchteil in der Lage, Vielfalt zu verstehen. Der iPad-Mensch vom Anfang, der bin ich, nur diese Partei wähle ich. Ich rollte vor kurzem mit meinem Rad durch einen Kurort und ich war nur dort, weil ich zum Mittagessen wollte. Dort saßen sie in ihren Sportoutfits. Die weißen Wanderer. Einer gleicher als der andere. Und während ich mit meinen Augen zu einem freien Tisch wandere, wünsche ich mir Farbe. Unendlich viel Farbe, ein Wegschleichen vom Ewiggleichen, ein Abweichen von der Otto-Norm. Ich möchte diesen Kurort bunt streichen, sein Leuchten soll bis ins Weltall reichen. Der Urknall brachte mir vor Jahren meinen Nachbarn, war ein Unfall, dachte ich. Auch ich bin ein Wunder dieser Welt. Und ich sagte, Wunde, wenn dein bekackter Hund noch einmal bellt und du mir zum 100. Mal deine Lebensgeschichte erzählst. Runder wurde mein Bild, als ich ihm auch nur einmal wirklich zuhörte. Er ist ein Türke und ein Kurde und ein Syrer aus Iran, ein Japaner und ein Russe mit Akzent aus Kasachstan und eine Schwester von der Lahn. Er ist kein Straftäter,
Kein Faulpelz, kein Monster und Betrüger. Er ist charmant und kennt jedes Land viel besser als Hardy Krüger. Er ist zehnfach destilliert, from Ireland emigriert. Er ist Vielfalt. Und zwar Beste. Wir grillen die krassesten Grillfeste. Er kann überhaupt nicht kochen. Meine Klischees haben arg gelitten. Ich bat ihn, mach wenigstens mal Kartoffeln. Er lachte und hat sich in die Hand geschnitten. Zugegeben, das ist Vielfalt. Fortgeschritten. Und von der Durchschnittskartoffel viel verlangt. Denn das Wunder dieser Welt erschlägt uns, macht uns Angst. Es stört den Wunsch nach Einfachheit, vor Überforderung zu schützen. Wir können diese Welt nicht fassen, weil Reflexe hier nichts nützen. Und so liege ich im Traum in meinem Boxspringbett. Auftritt Junge und ein Junge kommt in den Raum, ist wirklich passiert, und fragt, ob er hier kurz beten kann. Ich sage vor Wunder, ja. Er breitet ein Tuch, kniet nieder, und ich bin gesegnet, als hätte er für mich mitgebetet. Er sagt Danke und geht, wie er gekommen. Sein Glaube, seine Vielfalt hat mir gebetet.